everybody. Welcome to St. Mary's Church. This is the Merchant's Church in the center of Lübeck, in its medieval city center, and I'd like to welcome you to this very special place. It would have been the location of our gala event, and unfortunately, as you know, it cannot take place here, but we still would like to give you the opportunity to have a look at what it might have been like at the church, at the surroundings. And let me take you on a little trip through the church, give you an impression of the nice sights that we have in here and all the nice sights that you can see from around the church. We will also have a little bit of organ music later today, and I hope very much that you enjoy the gala evening, if without food, drinks, unless you have something yourself, and we hope that you make the best of it. Thank you. We're standing now in the center of the nave of St. Mary's Church. I'd like to introduce Reverend Pfeiffer, who gave us the opportunity to be here today. And he will show you a couple of places of the church, the special places of the church, after I'm done. And behind me you can already see the organ, and we will hear some organ music being played by the church's organist, Mr. Unger. And I'm looking really forward to the music. And I hope you will enjoy the evening as much as I do. Wir stehen hier an einem besonders bedeutenden Ort unserer Kirche, nämlich vor den herabgestürzten Glocken. Nachdem die Kirche 1942 in Brand geschossen wurde von den englischen Luftverbänden, die Lübeck angegriffen haben, sind diese Glocken hier aus 60 Metern Höhe zu Boden gestürzt. Und aus den ursprünglich 7 Glocken wurden dann hier 2 als Mahnmal, die liegen geblieben sind an dem Originalort, und aus den Resten der 5 anderen Glocken wurde die neue große Pulsglocke gegossen, die jetzt im Nordturm unserer Kirche im Hauptgeläut hängt. Damals gestiftet von dem Bundeskanzler Konrad Adenauer, der in diesen Glocken ein besonderes Symbol gesehen hat für die Kraft, die aus so einer Katastrophe entstehen kann, für den Wiederaufbau und das Wiedererstarken der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft. Dieser Ort ist ein besonderer Gedenkort, den auch unsere internationalen Gäste sehr stark besuchen, und oft gehen die Menschen sehr bewegt von diesem Ort wieder weg, weil sich an diesem Ort all das verdichtet, was wir verbinden mit Krieg, mit Flucht, mit Vertreibung, mit Leid. Nachdem im Zweiten Weltkrieg die deutsche Luftwaffe England angegriffen hat, unter anderem die Stadt Coventry weitgehend zerstört hat, hat sich eine Community gebildet, the International Community of Cross of Nails, um für Frieden und Versöhnung zu arbeiten. Und wir an St. Marien hier in Lübeck gehören seit 1971 zu dieser sogenannten Nagelkreuzgemeinschaft und arbeiten gemeinsam mit den Freunden in Coventry und vor allen Dingen in York für Frieden und Versöhnung. Und hinter mir sehen Sie das Nagelkreuz, das Zeichen dieser Community. Wir stehen nun in der sogenannten Bürgermeisterkapelle dieser Kirche. St. Marien ist ja als eine Rats- und Bürger- und Kaufmannskirche gebaut worden im 13. und 14. Jahrhundert. Und in dieser Kirche drückt sich der ganze Stolz und der ganze Reichtum dieser Schichten aus dieser Zeit aus. Die Zeit war ja geprägt dadurch, dass Lübeck das Haupt der Hanse war, eine sehr reiche und vornehme Stadt. Und der Rat der Hansestadt hatte beim Bau dieser Kirche natürlich den ersten Zugriff auf eine eigene Kapelle. Und so wurde diese Kapelle hier gebaut als Bürgermeisterkapelle. Hier hat also der Rat der Hansestadt seine Sitzungen begonnen mit Wort und Gebet und zog dann unter Läuten der Ratsglocke nach nebenan ins Rathaus, um Politik zu machen. Und ein kleines Detail drückt etwas aus von dem besonderen Stolz des Rates, der Stadt und von dem Selbstbewusstsein. Wenn wir mal da oben auf diese Wandmalereien schauen, die freigelegt wurden 1956 beim Wiederaufbau dieser Kirche, dann sieht man blaue Liliengewächse, die dort abgebildet sind. Und das ist eine völlig unübliche Malerei, denn normalerweise, wenn Lilien abgebildet sind, Lilie als eine Pflanze, die Macht und Würde zum Ausdruck bringt, dann sind Lilien
normalerweise in Brauntönen, in Ockertönen, in irdenen Tönen gemalt. In diesem Fall wurde aber eine Lilie in Blautönen gemalt und das ist absolut einzigartig. Während im übrigen Bereich der Kirche auf die Farbe Blau weitgehend verzichtet wurde, was auch ein ganz eigenständiger Weg damals des Rates war, weil viele der großen Kathedralen mit viel Blau ausgemalt wurden, weil Blau die Farbe des Himmels war, eine majestätische Farbe, hat man Blau eigentlich nur hier verwendet in der Bürgermeisterkapelle und ausgerechnet bei der blauen Lilie. Das heißt, damit sagt uns der Rat der Hansestadt, seht uns an, wir sind der Rat, wir haben die Verantwortung und wir gehen unseren Weg, zwar eigenverantwortlich und selbstbewusst, aber wir wissen, dass wir auf dem Weg sind zusammen mit Gott. Und das hier in der Bürgermeisterkapelle. Das ist ein wunderbares kleines Detail, das uns zeigt, wie selbstbewusst der Rat der Hansestadt Lübeck im Mittelalter bereits unterwegs war. Wir stehen jetzt im Südturm unserer Kirche auf ungefähr 20 Meter Höhe und wir können hier hinabschauen auf das neu aufgemauerte Gewölbe über den herabgestürzten Glocken, die wir eben gerade gesehen haben. An dieser Stelle sind die Glocken aus 60 Metern Höhe im Zweiten Weltkrieg brennend herabgestürzt und haben verschiedene Zwischenebenen in den Türmen durchbrochen und dann eben am Ende das Gewölbe und liegen nun unten dort, wo wir sie gerade gesehen haben.